Ich fange nochmal an, ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an. Alles klar? Ich fange an. Bronze bei Gold, hörte die Hufeisen stahlklingend. Bronze bei Gold hörte die Hufeisen stahlklingend. Bedeutet ja nichts anderes als die Situation, alle sitzen in der Ormond-Bar. Es fährt ein Wagen vor, kling, klang, kling, klang, die Hufe stahlklingend. Bronze und Gold sind die beiden Bardamen. Das ist sozusagen die Übersetzung Joyces auf die Sirenen des Homer. Ach, locken. Verlockend. Geht natürlich um irgendwas Geistiges, aber es geht hauptsächlich um was ganz Sinnliches. Das Interessante ist ja, dass man mit in dem Kopf sitzt, während jemand laut nachdenkt über sich. Dieser Inner Stream of Consciousness. Leopold! Nicht länger mehr ist Leopold, der dort sitzt, sinnierend, das Futter der Erinnerung wiederkäuend. Er ist der junge Leopold. Er ist der junge Leopold. Ein Spiegel in einem Spiegel. Wie in retrospektivem Arrangement. Hey, presto! Hey, presto. Er betrachtet sich selbst. Unsere Joyce-Inszenierung ist nicht eine Konkurrenz zum Buch, sondern es ist eine mediale Entsprechung. Wer kann das sagen? Das ist ja extrem größenwahnsinnig oder großartig. Das hat Joyce selbst gesungen. Ein Spiegel in einem Spiegel. Klingelingeling. Heiter zu sein mit den Fröhlichen und traurig mit den Bedrückten. Ich fühle mich so traurig. Was ist PS, so einsam blumend. Hören Sie?